was darauf deutet, dass man sie gesichtet hat. Verstanden. Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu Far Cry. Heute auch wieder mit Gelaber von mir. Dachte das letzte Mal einfach, das läuft alles ein bisschen länger ab hier. Deswegen habe ich es mal ohne Ton gemacht. Dass ich hier einfach in Ruhe das Ganze machen kann. So, wo ist hier jemand, den ich umbringen muss? Komm hier direkt im Feindesland raus. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Würde ich mal so behaupten. Jetzt habe ich den blöden Raketenwerfer dabei. Der mich natürlich hier hindert. So. So, wo läuft er denn hin? Läuft er hier wieder weg? Alter. Alter. So, der ist weg. So, der sieht mich jetzt natürlich auch. Wo rennt er denn hin? Huch. Na, hörst du Schießen auf? So, ich erwisch dich ja doch. Weiß ich doch, dass ich dich erwisch. So, dann bauen wir uns hier mal wieder den Weg durch. Schön gemütlich. Wieso liegst du hier? So, ein bisschen Muni hier mitgenommen. Ach, da liegt er. Da liegt er. Hier in der prallen Sonne und sonnig hier. Der gute Junge. So, hier liegt eine Europalette rum. Brauchgröcke, Mensch. So. Wo muss ich lang? Hier diesen, naja, mehr oder weniger verkorksten Weg hier. So wie es aussieht. So, hier wird gleich wieder gespeichert. Ist nett, dass die Speicherpunkte gut verteilt sind. So, wo ist hier jemand? Da unten steht jemand rum. Sonst noch jemand? Moment, ich hab da was. Anscheinend haben die Söldner ein paar der Trigenen in ihrer Nähe ausgemacht. Sie versuchen, die Viecher mit Nervengas zur Strecke zu bringen. Ah, okay, gut zu wissen. Dass die die mit Nervengas umbringen wollen. Oder, joa, einfach zur Strecke bringen. So, zwei Nasen stehen da unten. Stören mich die? Drei sind sogar. Stören mich die? Ich gehe mal auf den Hügel und erkundschafte mal die ganze Sache. Da vorne sind auch noch drei, die mir hier auf den Sack gehen könnten. Natürlich auch toll. Da habe ich jetzt gar keine Lust drauf, dass mir die auf den Sack gehen. So, vier sind's. Dann nehme ich mal die Knifte hier. Und leg mich hier mal ganz gemütlich hin. Und schieß einen nach dem anderen um. So, die sind weg. So, hinter mir sind sie auch alarmiert. Haben das wohl mitbekommen, dass hier geschossen worden ist. Die kommen näher. So, hier ist jemand. So, fuck, die sehen mich. Da ist einer. So, den nehmen wir doch auch gleich mit und bringen wir um. So, hinter mir kommt auch schon wieder jemand. Alter. Da ist ein Scharfschütze hinten. Gefällt mir gar nicht. Wenn mich jetzt der Scharfschütze sieht. Kann ich mal gar nicht gebrauchen. Vor allem so ein Scharfschütze ist ein bisschen zielgefährlicher als jeder andere. Fuck. Jetzt muss ich hier ein bisschen schneller agieren, um nicht hier wieder niedergeknallt zu werden. So, wo ist der Junge? Alter. Ist ja eine miese Aktion. Du bist erledigt, Mann. Fuck. Ah, da steht auch jemand. Da unten auch.
Wo kommen die Leute her? Ich hab doch das ganze Gebiet sondiert gehabt. Dachte ich zumindest. Fuck. Boah, ich stehe hier mitten im Kugelhagel. Wie lange werde ich das überleben? So, komm schon. Ah, fuck. Ich wollte noch eine Granate hier rausschmeißen, bevor dass ich hier getötet worden bin. Natürlich auch super. Das klappt hier wieder im Schnürchen. So. Machen wir hier nochmal die ganzen Leute aus. Diese Moskitos saugen mich noch völlig leer. Wir sind hier auf einer tropischen Insel. So, ja, das hat er auch verstanden, dass wir hier auf einer tropischen Insel sind. Moment, ich hab da was. Anscheinend haben die Söldner ein paar der Trigenen in ihrer Nähe ausgemacht. Sie versuchen, die Viecher mit Nervengas zur Strecke zu bringen. Was ist denn hier los? So. Dann schalten wir mit dem ein paar aus. Ein bisschen durchschlagskräftiger die Waffe. Fuck! Fuck, wer schießt hier? So, keine Waffe für uns. Wo ist der hin? Da ist er. Da guckt der Helm noch raus. So. Und den letzten. So, davor müsste er irgendwo sein. Er steht direkt hinter dem Stein, würde ich sagen. Natürlich interessiert ihn die Granate nicht. So. Bevor das du schießt, schieß ich. Das ist eine ganz einfache Sache. Da kenne ich nix. Da mache ich nicht lang Faxen hier. Dann mache ich die Leute lieber gleich platt. Dann ist hier Ruhe im Gebälk. Mal wieder. So, Medikit, eine Rüstung. Hier ein paar tote. Aua, Trigene. So, wo läufst du hin? So. Ich werde hier schon wieder irgendwo gesehen. So, niedergestreckt. Ich nehme hier gar nichts. Außer du hier mein Blei. Fuck off. Zerschießt ihr mir jetzt meine ganze Schutzweste oder was? Auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Wenn mir hier alles kaputt schießt. Verfluchte Axt. Gerade Schutzweste gekriegt und schon ballern sie mir weg. Du brauchst keine. So auf die Art war das jetzt. So, ich bahne mir meinen Weg. Eigentlich könnte ich mal mit der Lautlosen auch mal wieder rumschießen. Wäre ein bisschen besser. So, was haben wir hier für einen komischen Tempel? Fuck, ich werde schon wieder gesehen. Hier aus dem Wald raus. Wo war denn der? Da hinten sind zwei. Ich habe euch haargenau gesehen. So. Du bist am Ende. Nee, eher du. Oder er hier. Dein Kamerad. Für dich hat der Spaß jetzt ein Ende. Nö, der hat immer noch gerade erst angefangen. Da können wir schon noch eine Zeit aushalten, so ist nicht. So, ich werf dir mal ein Osterei rüber. Hier, frohe Ostern, Junge. So, warst du der? Oder warst du der nicht? Du warst der. So, da oben kommen nochmal zwei runter. Da ist auch noch jemand am Start. Alter! Was geht denn mit euch ab? Wie weit haben ich schon wieder alarmiert? So, gut so.
zwei zumindest schon wieder vernichtet von den Konsorten. Weil die hier wieder so schön zusammenlaufen. Das ist immer schön. So, der nächste kommt hier gleich um die Ecke. Bin an ihm dran. Ich mache ihn. So, du machst mich nicht kalt. Kannst du abessen? So, B wollte ich. So, wo ist der? Der versteckt sich schon wieder feige irgendwo. Ganz feige versteckt sich der. So, frisch nachgeladen ist. Dann nehme ich mal wieder die Knifte hier in die Hand. So, ich komme auf jeden Fall schon wieder näher. Muss ich die Augen offen halten. So, ich sehe ihn natürlich wieder nicht. Er mich schon. So wie es aussieht. Da drüben! Nix da drüben. Fuck, wo bist du? Wo bist du hingekommen? Der verschwindet hier total. So, tot. Tot den Heiden. So, der ist auch weg. Dann hoffen wir mal, dass hier jetzt Schicht im Schacht ist mit den Leuten. Ja, oder auch nicht. So, dann müssen wir halt den nächsten umnieten. Geht doch. Einer nach dem anderen. Immer der Reihe nach. Solange wir hier den Abzug schneller betätigen als der Gegner, ist alles Klärchen, ne? Ich werde hier schon wieder gesehen. Da hinten ist einer. Aber der wird mich wohl kaum sehen, oder? Ach, keine Ahnung. Hier wird eine MG rumstehen. Ah. Lebensenergie, Granaten, Muni. Räuchert ihn aus! So, der verständigt hier schon wieder ein paar Leute. Das kann ja mal wohl voll nicht angehen. Ich höre hier schon wieder einen Heli. Nein! Ach nö. Ach nö, muss das denn? Es geht doch auch ohne Heli. Bin ich jetzt mal definitiv der Meinung. Keine Ahnung, was das denn wieder war. So. Jetzt gleich mal Ruhe. Ich kann ja wohl nicht angehen hier. Dass die hier schon wieder mit Dings kommen. Wo steckt der Kerl? So. Wo ist der Junge? Ah, der versteckt sich wieder gut hier. Der kleine Hans Dampf. Dann gehen wir halt die ganze Sache näher erkunden. Hilft ja nicht. So, da ist er hin. Wo ist er hin? Du? Wer ist es? So. So, die Leute, die abspringen wollten, die haben es nicht überlebt. Haha. Gut so. Natürlich kriege ich jetzt die Moon und die Granaten auch nicht. So, ich habe hier zwei Leute gehört. Wo ist hier Nummer 2? Nirgends? Gut so. So lobe ich mir das. So, hier brauche ich ein C4-Paket. Wo finde ich denn das wieder? Hier praktisch irgendwo angeordnet. Wäre toll. Würde ich mal wieder cool finden. Aber irgendwie. Sie sollten sich jetzt in der Nähe eines Tempeleingangs befinden. Der Eingang ist sowas von verschlossen. Verschlossener geht's schon gar nicht mehr. Wenn die ihn mit Sprengstoff versiegelt haben, bekommen sie ihn so vielleicht auch wieder auf. Sprengstoff ist ihr Freund, Jack. Oh ja, das wissen wir ja mittlerweile. Wir sprengen doch gern. Alter. So, dann gehen wir halt den ganzen Weg hier lang. Mal gucken, vielleicht ist ja schon gut aufgeräumt worden von uns, dass wir hier ein bisschen gemütlicher hier an das Zeug kommen. Sieht aber nicht so aus. Irgendwie wurde ich schon wieder entdeckt. Von wem oder was denn? Da stellt sich mir schon wieder die Frage und da stellt mir die Nackenhaare auf. Wenn ich hier schon wieder so was sehe. Hier kurz die Anzeige hier außer Kontrolle ist. Also die kleinen Balken hier neben der Karte.
Ja, gut, Karte kann man es nicht nennen. Neben dem Kompass. Weil mehr ist es ja nicht. Hier links und rechts die kleinen Anzeigen zeigen mir halt, wie gut ich gesehen werde.